Hallöchen, meine Lieben da draußen an den Bildschirmen. Hier ist Newcomer TV mit einer Special Edition. Auch die Profis waren irgendwann mal in ihrem Leben Newcomer. Und ich möchte euch einen Wahnsinns-Schlagzeuger vorstellen, den ihr alle kennt, von Bab. Der ist zwar jetzt nicht mehr dabei, sondern er ist jetzt auf Solofaden. Es handelt sich um den wunderbaren Jürgen Zöller, ein fantastischer Mann, der jetzt deutschsprachige Popmusik macht. Er singt, während er Schlagzeug spielt. Das muss man sich mal vorstellen. Und macht tolle Texte und hat sich umgeben mit fantastischen Musikern, nämlich mit dem Christoph Steinschneider von den Furies, den wunderbaren Tony Curry, Lille Nevin und den fantastischen Steffi Stefan, den einige von euch als Bassisten von Udo Lindenberg kennen. Also eine illustre Truppe. Und hier ein paar Songs von Zöller und Konsorten. Viel Spaß. Also am Anfang waren da der Lüle und der Christoph. Oder der Christoph und der Lüle. Und wir haben, nachdem ich bei dieser Kapelle aus Köln ausgestiegen war, beschlossen, mal zusammenzukommen und zu versuchen, irgendwelche Stücke. Du warst mit Brings? Brings! Ein paar Stücke zusammen zu basteln. Und es gelang uns da mit Hilfe eines anderen jungen Mannes. Und dann war natürlich, wer spielt denn da noch mit, weil wir drei allein konnten es nicht. Und da habe ich den Steffi angerufen, so unter dem Vorwand einfach mal so, erzählt und nebenbei, ja, wir machen da gerade eine Party. Ja, und da willst du mich fragen, ob ich da jetzt Bass spiele. Ich habe gesagt, so weit wollte ich eigentlich überhaupt nicht gehen. Ja, und schon war er da. Ne? Und dann irgendwann hat Toni angerufen. Toni, wir kennen uns jetzt. War zu teuer, ja. Zuerst dann. Toni, wir kennen uns seit seiner Ankunft in Deutschland am 11. August 78. Ich hab mit so vielen Leuten schon Musik gemacht. Das hat mich bisher und auch wieder zurückgebracht. Ich hab im Großen und Kleinen, auf viel und im Geheimen meinen Weg gemacht. Es gibt viel, das ich jetzt erst begreife. Und ich weiß, ich hab auch sicher eine Meise. Hauptsache, das Ziel steht dir nicht im Weg. Und Attacke, wenn du weißt, wohin der Wind weht. Flucht nach vorn, mit der Schießbude nach England. Flucht nach vorn und immer bei hohem Seegang. Flucht nach vorn verlief meistens glimpflich. Zum Glück war ich die Zimperlich. Für ne Flucht nach vorn mit der Schießbude nach England. Das ist alles anders und irgendwie genauso. England, Spanien, Amerika, am liebsten war ich mit meinem Schlagzeug da. Zum Glück hatte ich das Glück, das Leben nahm mich immer mit. Ob Hendrix oder James Last, ich sag mal, gut gemacht. Flucht nach vorn mit der Schießbude nach England. Flucht nach vorn und immer bei hohem Seegang. Flucht nach vorn verlief meistens glimpflich. Zum Glück war ich nie zimperlich. Für ne Flucht nach vorn mit der Schießbude nach England. Flucht nach vorn. Noch mal ganz kurz, ich muss mich jetzt mal einmischen. Weil als Jürgen mich anrufte, war ich auf einem sehr starken Ego-Trip. Ja, ja. Was sehr individualistisch passiert? Und so. Ne? Und dann, als er die Idee mit Konsorten,
wenn man sich da so in diese Menge einer Band dann untertauchen lässt, das ist schon schön, angenehm, so ein bisschen anonymer mehr als Konsorte. Unauffällig. Unauffällig. Ja, unauffällig, ja. So nebenbei ein bisschen. Dann auch zwei, und dann darf man nicht vergessen, als er mit die beiden Mitmusiker, die sofort Platz machten, damit man aufs Sofa kann. Damit die älteren Herrschaften sitzen können. Aber nein, das sind halt wirklich ganz nette Leute. Und da kann man so hier und da über so ein paar Fehler schon mal drüber wegsehen. Ja. In den 70ern hielt ich in Frankfurt nicht mehr aus. Nach missglückter Ehe muss ich dringend raus. Kein fester Job in Sicht und auch nicht angestrebt. Also ging ich nach Wien und machte Tanzmusik. Gary machte den Job mit der Faust in der Tasche. Mimo sang schnulzen, als gilt er sich die Haare. Und Mickey am Bass war wirklich schlecht angezogen. Und Völker hat sein Saxophon gerade gebogen. Die ganze andere Schule, das war Grafenwöhr. Laden voller GIs. Schwimmen in einem Bier mehr. Die Zeit vom Vietnamkrieg, die Zeit von LSD. Im Schneewalter bist du Rauch auf dem See. Tanzmusik, Tanzmusik. Tanz, 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 bis keiner mehr steht. Wir haben Freude und wir haben Spaß. Tanzmusik, Musik nach Maß. Gary hat einen Cousin, Drehbuchautor in Toronto. Er kannte einen Plattenfuzzi, also plündert er unser Konto. Betriebsausflug ins Studio, nach Kanada, die große weite Welt. Und wir waren endlich da. Doch wo war die Single? Wo zu Haus geblieben? Kein Hit auf Tasche, weil kein Hit geschrieben. Zurück ins Metropol vor leeren Stühlen in der Woche. Das war meine kurze Tanzfilm-Episode. Tanzmusik, Tanzmusik, Tanz, 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 bis keiner mehr steht. Wir haben Freude und wir haben Spaß. Und in der Saison scheint uns die Sonne aus dem Arsch. Tanzmusik, Tanzmusik, Tanz, 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 bis dir der Kopf wegfliegt. Was für eine Freude, welcher Spaß. Tanzmusik, Musik nach Tanzmusik, Tanz, 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 bis keiner mehr steht. Wir haben Freude und wir haben Spaß. Und in der Saison scheint uns die Sonne aus dem Arsch. Tanzmusik, Tanzmusik, Tanz, 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 bis dir der Kopf wegfliegt. Was für eine Freude, welcher Spaß. Tanzmusik, Musik nach Maß. Ich muss einfach sagen, so viel gelacht wie in dieser Band ja, habe ich ganz, ganz selten, ganz, ganz lange in den Anfangszeiten mit Udo, da haben wir so gelacht. Wahrscheinlich geht das auch nur, wenn die Anfangszeiten sind.
Ja, wahrscheinlich werden wir in zwei Jahren uns hassen und jeder fährt wieder ein. Ja, das geht nicht. In 30, Jahr, in 30 Jahren lachen wir. Jeder fährt wieder ein. Eigenen Limo dann rum und Bodyguard. Nicht mehr so viel. Scheiß. Na, hat's euch Spaß gemacht, Jürgen Zöller und Konsorten? Jetzt geht's gleich weiter mit einer Band. Ich liebe sie, ich kenne sie alle persönlich und wir haben ja, viele, viele Jahre gemeinsam Konzerte gegeben, als ich noch das Vergnügen hatte, bei einer Band namens Flatsch zu spielen. Rhein-Main schlägt zurück, ihr erinnert euch vielleicht. Es handelt sich um die Jungs von den Rottgau Monotones und wir haben Live-Aufnahmen mitgebracht, einmal vom Museumsuferfest, fantastische, also wirklich ein fantastisches Konzert, dann live aus der Butch Cup und hier aus ganz aus dem Ort, wo halt Newcomer TV sozusagen sein Studio hat, in den Tiefen des Taunuses aus Schmitten. Also viel Spaß für euch mit den Rottgau Monotones. Versuchen Sie mit Ihrer Schwerkraft seine Bahn zu ändern und. Machen wir nie wieder.
Sonntag, 11 Uhr. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Darf man gar keine zählen. Gerade so super drauf. Ich war so gut gerade. Jetzt ist der Film alles. Ich meine, jetzt frage ich euch, kann ich nicht einmal mit einer professionellen Einstellung, einer professionellen Crew arbeiten? Wie ich das gewohnt bin und wie es mir zustehen würde. Nein, sage ich, nein. Nein. Und jetzt noch eine totale Überraschung. Kam ganz plötzlich hier reingeschneit, diese Aufnahmen. Und zwar ein Konzertmitschnitt aus der Scheuer in Idstein. Und Protagonist ist der wunderbare Gerd Knebel von Badesalz Theater mit seinen Mädels. Und hier ein Live-Mitschnitt von seiner neuen Band. Den Namen wird er euch gleich selber sagen. Es gab die Idee, dass man wie viele Millionen eine Coverband macht. Und am besten eine AC/DC-Coverband. Und das hat Kerstin. Ich habe eine super Idee, die hat noch niemand gehabt. Wir machen eine AC/DC-Coverband, sagt die Kerstin. Super Idee, hat noch niemand gehabt. Mhm. Dann haben wir angefangen, haben 200 AC/DC-Lieder eingeprobt und dann haben wir gesagt, nächstes Mal machen wir nicht. Wir machen was anderes. Sing von den Wäldern und den Wanderwegen, nicht von Bombenanschlägen. Ja, ja, die Welt ist schlecht, das weiß ich auch. Man sieht's an deinem Bauch. Bitte, bitte, ich weiß, das klingt gemein. Doch lass es. Das ist so ein kleines Tourboot. Ja, da fahren wir über die Lahn. So ein Kart. Genau, per Lahn, über die Lahn, ja. Im Tourboot auf im der Tourboot, Lahn. Im Tourboot auf der Lahn, ja. Das möchte ich aber gerne mal machen. Machen wir. Ja, ja, das könnte man mal machen. Über den Canal du Midi. So ein kleines Zu Frankreich. Doch sie musste ja schreiben lernen, statt kochen an einem Herd. So, Baby, lass die Finger weg von uns.
unserem schönen Odenwald und sei nicht so gemein. Baby, lass die Finger weg von unserem schönen Odenwald, sonst spott ich schreien. Ja. Wir sind gerade im Taunus. Fängt an Idstein und geht dann weiter Idstein Süd, Idstein Ost, Königstein. Kronberg. Und Using. Using Kronberg. Using, ja. Flashing lights against the sky. Giving up, I close my eyes. Sitting cross-legged on the floor. 25:06-4. Aber das Allerwichtigste, weswegen ich mit denen nur Musik mache, sind die Spaghetti. Ja. 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 Käserad-Spaghetti. Das ist überhaupt unser Lieblingshit. Käserad, Käserad. Ja. Wir haben das so gemacht, wir waren früher eigentlich zu dritt immer nur Spaghetti essen. Kann man ja sagen, ja, oder? Ja. Käserad-Spaghetti. Und haben gesagt, wir können nicht nur uns treffen zum Essen, wir müssen davor Musik machen, damit es eine Berechtigung hat. Genau. Und so läuft's. So kam die Band zustande eigentlich. Jetzt haben wir es. Eben fällt mir das gerade ein. Ja, natürlich. Hätte ich gleich drauf kommen können. Dass das gelogen war, was wir vorhin erzählt haben. Good love, sunny day.
night and morning. A good luck sunny day. As with your ship to sailing, the wind is blowing our way. Na, wie geht's euch? Das war doch wirklich, das waren doch unglaublich viele Überraschungen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt Bock, noch mehr wunderbare Musiker und Musikerinnen aus der Region kennenzulernen und euch mit ihrer fantastischen Musik zu vereinen. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Das war euer Jochen und euer Seppel von Newcomer TV. Bye!